Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Heute geht's mal um einen Bogen. Bei dem Bogen lohnt es sich, das Video mal anzuschauen. Also, bevor ich überhaupt irgendwas dazu sage, schaut euch einfach mal das an. Tausend Schaden. Für den Bogen. Das ist okay. Ganz normaler Schuss. Tausend Schaden. Arzneimischung habe ich nur genommen, weil die mir nochmal 10 Stärke gibt. Ist ganz okay, würde ich sagen, ne? Jetzt machen wir mal noch ein bisschen was anderes. Wir hauen goldener Schwur drauf und Flamme gibt mir Kraft. Nur damit wir einmal sehen, was das Maximale ist. Das finde ich immer ganz spannend. Und dann machen wir Radahns Regen. Und jetzt passt gut auf. 3,5. 3,5. 2000. Aus der Entfernung, Leute, ne? Wir sind hier nicht im Blutungsbild und ganz nah dran und hin und her springen. Ich stand gerade 50 Meter weit weg und habe 3500 rausgehauen, ne? Also, nur damit ihr das einordnen könnt. Jetzt mal gehen wir mal ein bisschen hier auf. Hier gibt es auch bestimmt einen Drachen. Wir killen mal ganz schnell einen Drachen, damit ihr versteht, wieso ich euch das zeige und wieso das so crazy ist mit diesem Bogen. Da höre ich doch schon was. Da haben wir sogar 2 Stück. So, jetzt stellen wir uns hier hin. Wie ein Feigling. Machen wir hier kurz goldener Schwur und Flamme gibt mir Kraft. Wir können ihn schon mal anvisieren. Und dann geht er in Position. Und dann, ja. Killt er mal eben den Drachen. Und der Drache weiß gar nicht, was er tun soll. Oh, mein FP ist leer. Also, was ihr macht. Wenn ihr Radahn besiegt habt, dann kriegt ihr von Radahn eine große Seele. Und diese große Seele könnt ihr bei Enya zum Löwengroßbogen machen. Da macht ihr einen Löwengroßbogen auf plus 10. Und der Löwengroßbogen hat die Fähigkeit oder diese Weaponart Radahns Regen, den ihr gerade gesehen habt, der so viel Schaden raushaut. Und alles, was ihr dann noch braucht, sind Radahns Speer, womit ihr 20% mehr Schaden macht. Ihr braucht Weitschuss-Talisman, Durchschuss-Talisman und Scherbe von Alexander. Und dann macht ihr 3000 Schaden von weit, weit weg. Wir gehen jetzt nochmal eben zum Drachen und killen den. Ich habe jetzt das Karianische Siegel drauf gemacht. Ich denke, das ist sehr, sehr sinnvoll, weil die Weaponart so viel FP braucht. Aber ich will euch das auf jeden Fall einmal zeigen, wie witzig das ist. Wir machen das gleich auch mal bei einem Boss. Da seht ihr auch, wie komplett broken das ist. Auch für jeden, der Probleme hat beim Eldenbeast. Also, ich habe da Kämpfe gesehen mit dem Löwengroßbogen, das ist ein Witz. Also, wir machen hier nochmal. Wir haben ja Zeit, ne? Jetzt gerade haben wir Zeit, da können wir ja Full Power gehen. Goldener Schwur und Flamme gibt mir Kraft. Nochmal ein bisschen stacken den Schaden. Und dann. Oh Mann, der hat gar keinen Spaß, der Drache. Der weiß auch nicht, wo es herkommt. Er ist verwirrt. Und da ist er tot. So, und jetzt habt ihr die Range gesehen, ne? Ah, kriege ich den auch noch? So, den kriegen wir auch noch von der Range her. Sekunde. Nehmen wir kurz meine Flasche. Ihr seht die Range, ne? Also, der greift mich ja auch nicht an. Der sieht mich gar nicht. Da weiß gar nicht, wo es herkommt. Der denkt, hä, wer greift mich hier an? Er weiß nicht, was er tun soll. Und jetzt ist er tot. Also so einfach habe ich noch nie einen Drachen besiegt. Das ist ultra witzig. Maximale Range, komplett gebastelt. Jetzt komm auch. Maximale Range. Oh, da habe ich aber nicht aufgepasst. 3K habe ich abgezogen, oder was? Der hat da gar keinen Bock. Der macht ja nur Blitze. Ey, das ist unfair. Ey, hör auf mit dem Blitzen. Jetzt bist du mir aber ein bisschen zu nah. Geh weg. Ach du
Scheiße, die Attacke habe ich auch noch nie gesehen. Was ist das denn? Spielen wir hier Mod? Zack. Zack. Seht ihr, wie viel Schaden ich mache? Richtig witzig. Macht er jetzt nicht diesen komischen Flug oder so? Bin schon ewig nicht mehr besiegt. Ah, scheiße, nicht aufgepasst. Ich wette, du schürst beim ersten Try. Ich denke, es reicht, um zu zeigen, wie geil die Waffe ist. Dass ich nicht gut bin, muss niemand sehen. Sagt mal gerne in den Kommentaren, wie ihr den Bogen findet. Ich finde den übertrieben nice, vor allen Dingen die Weapon-Art ist übertrieben geil. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Like das Video, gerne einen Kommentar da lassen und like das und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal, haut rein.